Der bleibt nicht stehen, Alter. Was? Der ist kaputt. Okay. Er ist defekt. Ja, ich bin schon wieder zu früh gesprungen, Mann. Ah, so eine Kacke. Stirb. Geh mir auf den Sack. Komm, Baby. Tu was. Hep. Das war gut. Ausnahmsweise mal. Ich will natürlich auch ins Gesicht schießen dabei. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen effektiver. Ach, komm, Baby. Ja, erwischt immerhin. Weil du manchmal, wo der Snake auch hinschießt, ne? Mach mal weniger Shotgun mit deinen scheiß Dölchen. Dölchen. Komm, Baby. Nein, nicht sowas tun. Alter, guck mal, wie viel scheiß Ausdauer ich schon wieder verloren habe. So scheiße, das ist richtig dumm. Okay, fuck you. Habe ich hier irgendwo... Ich habe natürlich keine Karte, super. Ich brauche Ration. Ich brauche scheiß Ration. Die muss ich mir gleich echt nochmal holen, ne? Dann muss ich nochmal zurück ins Hauptmenü gehen. Also nicht ins Hauptmenü, aber ins Strategiemenü. Um mir dann verkackte Ration einzupacken. So ein Butterbrötchen, ne? Oh, so eine Kacke. Hier gibt's einfach keine. Offensichtlich. Ach, ja, was? Warte jetzt irgendwo auf mich? Nee, ne? In den Arsch geschossen. Komm bitte. Nein! Okay, das war's. Ich bin so weit von dem weg. Ja. Oh, ja, muss ich leider so machen. Ich kann, ohne Ration komme ich einfach nicht weiter. Das heißt, Snake, Verwaltung. Fuck. Nervt mich ein bisschen auch. Aber es funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. So, nimm die Fetten direkt mit. Und nächster Versuch. Brrrt. Jo, dankeschön. Weil ich schätze mal, ohne Scheiß, so sollte ich das eigentlich packen. Ich habe genug Heilung dabei. Ich habe genug Munition. Ich finde jetzt zumindest auch noch überall Munition. Und jetzt habe ich sogar ganz, ganz viele Rationen. So, dass ich mir jetzt eigentlich gar keine Sorgen mehr mache um irgendwas. Vielleicht nicht so clever. Alter, ich habe direkt dreimal getroffen. Das ist doch geil, oder? Also für mich zumindest. Oh, okay, da habe ich mich dumm gerollt. Jetzt mal ohne Scheiß, Snake. Hast du nicht eine Pistole, irgendwie ein S oder sowas? Oder solltest du nicht irgendwie gut Pistole können? Schon ziemlich gefährlich. Okay, warte, stopp. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der jetzt mehr abgezogen hat als das andere. Okay, ich fresse mal lieber die Medizin, bevor es gleich zu spät ist. Dankeschön. Ich habe die Leiste daneben. Das ist, glaube ich, mein Schalldämpfer. Kann das sein? Nein! Zu spät gedrückt. Okay. Wir versuchen es einfach nochmal. So eine hässliche Fresse. Danke. Ah, ja, ein bisschen Glück gehabt, ne? Gerade immer, wenn er sein Messer ziehen will, dass ich den dann gerade treffe. Scheiße! Okay. Das hat noch gerade eben so funktioniert.
Komm. Alter, mach irgendwas. Genau. Das Nachladen. Och, Leute. Kannst du mir bitte gefallen tun, das Überleben? Wow, okay. Hui, der wird auf jeden Fall schneller. Sieht für mich zumindest so aus. Okay. So. Er ist orange, ich nicht. Das finde ich gut. Ich habe keine Munition mehr, super. Das. Ja, danke schön. Alter, mach die. Alter. Dass ihr das Kreis nicht rafft, ne? Bin ich wahnsinnig bei, echt. Ich weiß nicht, ob ihr gleich noch eine Stufe hat. Das ist natürlich nicht so cool. Also, ich find's nicht so cool. Scheiße. Oh mein Gott. Oh, war das knapp. Leck mich am Arsch. Das war richtig knapp. Oh mein Gott. Ey, wäre es fast passiert, Alter. Aha, interessant. Der rechte Ellenbogen ist eine Achillesferse. Ja, den kann ich treffen. Nicht wiederum. Wo ist er? Wo ist er denn hin? Wo bist du? Das finde ich nicht. Ah, guck mal, da ist er. Alter, ich halt Kreis gedrückt. Jetzt rafft das gefälligst auch, du Scheißspiel. Ich bin hier gerade überhaupt gar nicht gestresst. Nee, nee. Nee, das wäre nur echt sowas von. Scheiße, wenn ich das nochmal machen müsste. Ohne Witz. Das war klar, dass ich gerade jetzt nachladen muss. Und ein stehendes Ziel nicht treffe. Okay. So. Wie du lebst noch, was soll das? So, das war's. Jetzt geht er down. Du Arschloch. I don't believe it. A product of the Successor Project. Beaten by a flesh and blood man like you. It seems you are the true successor of the boss. The story about soldier genes. Perhaps it was true after all. You are the true successor. I don't know what you're babbling about, Gene. How do I stop Metal Gear from launching? Don't bother. Once the launch countdown has started, there's no way to stop it. Get out of here, Snake. And take this with you. What's this? The equipment, personnel, and funds I amassed in secret to build Army's Heaven. All the data is stored on that film. No one else knows about it. Why are you giving me this? Because you and I are the same. Someday, you'll be glad you have it. The one who fights and survives must carry on the legacy. Such is our fate. Go, Snake. I've said everything I need to. You are the one who will inherit my genes. You are the true successor. Be loyal to yourself. Go forth. And find your own calling. Gene! Sokolov, do you read me? The countdown for Metal Gear has started. The control panel is locked out and won't respond. How do I stop it? I can see from here that the control circuit has been locked. But Metal Gear's solid rocket motor does not have a post-ignition fuel control mechanism. Once it goes into launch mode, there is no way to stop it. I don't care if I have to destroy this whole base, as long as it stops the nuke. If you can dismantle the Metal Gear unit itself before ignition, you may have a chance. The Metal Gear unit? You mean that thing that's attached to the missile warhead? Metal Gear is no mere nuclear missile.
It is jettisoned from the booster at 3,000 feet above the target and parachutes down to the ground. After that, it launches its payload of miniature nuclear warheads. By destroying the Metal Gear unit before takeoff, you can prevent a nuclear strike even if you can't prevent the launch. However, the Metal Gear's designers anticipated this, gave it armor thicker than a tank's. And should the rocket itself be damaged, the entire silo could explode! Looks like I'm about to be burnt to a crisp. But I can't sit here and let the world be destroyed! Snake! It's not working! What are you doing? Those weapons won't do any good! Get out of here before you're caught up in the blast and killed! You risked your life to save our motherland! Now it's our turn to defend your country! You've given us a real reason to fight, Big Boss! All right. Metal Gear is on its way! Did it, Snake. You succeeded in destroying Metal Gear. Metal Gear has deviated from its course and is in freefall. Sensors show that the nuclear warhead launch tubes have been shut. Well done, Snake! Snake? Impressive. I never imagined they'd have a facility like this right underneath the CIA. Back when Fox was around, I wouldn't have been able to sneak down here. I've been sent to meet you, Mr. Director. And who are you? My name is Adam. Remember me now? At last, we meet in person. Adam. The triple spy for the Velocifers. So you're Ocelot. You say you're here to meet me? That's right. We confirmed that Metal Gear entered launch mode. The first wave of nukes should arrive here within 30 minutes. I'm aware of that. I'm heading for the shelter as soon as I can. But I can't leave these documents here. Documents? Related to the Velocifers? Yes. A list of members, along with data, locations of portions of the legacy stashed around the world. So long as we have these, even if the United States does perish in an atomic storm, the Velocifers will be born again. Splendid. That's exactly what I wanted to hear. What the hell are you doing? You're not planning to betray the Velocifers, are you? Betray? No, I'm not going to betray them. I'm going to end them. Then we'll take back what you stole from us. We will carry on the spirit of the true Patriot. The true Patriot? It's all part of our plan to make the world she envisioned a reality. And so, I've come for the other half of the legacy. Snake, I heard they gave you quite a welcome back home. Campbell, you healing up all right? Yep, nearly good as new.
Can't wait to get out of here, though. That nurse is an unholy terror. It's all your fault for pushing a wounded man too hard. What about Frank, the child soldier from Mozambique? He's alive, though he's a mess both mentally and physically. I guess he'll be in the hospital for a while. After that, I don't know. He may never be able to go back to leading a normal life. So I hear they did a cover-up job on Fox's Rebellion. Yeah. They're saying I was sent out to take down a Soviet missile base. That's it. Can't say I blame them. After all, how do you share the news that the U.S. homeland was facing nuclear attack? Don't beat yourself up over this, Snake. You did your country a great service. You deserve that medal. No one knows that better than you and I. Yeah. So what'll you do now, Snake? I don't know, but I've realized something. What's that? I'm not living unless I'm in battle, so I have to find my own reason to fight. I have to pass on what's been handed down to me. Take care, Snake. We'll meet again someday. Okay, die letzte Szene konnte ich zwar jetzt nicht verstehen, also wen hat er da angerufen? Keine Ahnung. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, mit einem anderen Story-Twist gerechnet, weil als die ganze Geschichte kam mit dem Supersoldaten und allem drum und dran, ne, und auch mit Frank Jäger, was wir da gesehen haben, dass hier jetzt noch in irgendeiner Form das auftaucht, dass halt von Big Boss nochmal ein paar Haare oder sonst irgendwas Genetisches geklaut wird, damit sie halt aus ihm dann auch den oder neue Soldaten züchten können, nämlich Metal Gear Solid 1, ne? Ohne dabei jetzt was spoilern zu wollen. Aber ich schätze mal, sollte reichen. Aber im Endeffekt, ja, das war's, ne? Das war Metal Gear Solid Portable Ops für PSP-Verhältnisse richtig geil gemacht. Also das kann man nicht anders sagen. Mit den eingeschränkten Möglichkeiten, die wir hier hatten und trotzdem das Engagement und auch die Voraussetzungen, die dann irgendwie an den Tag zu legen, dass es dann trotzdem sich wie ein großer anfühlt. Das haben die schon ziemlich geil gemacht. Also, das kann man nicht anders sagen. Die Geschichte ist auch cool, also super interessant. Die führt meiner Meinung nach die Geschichte auch logisch weiter in Bezug auf Snake Eater und bereitet alles, was danach noch kommt, auch sehr gut vor. Da auch als Roy gesagt hat, ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder, ne? Ob das jetzt der Fall sein wird, weiß ich gar nicht, weil ich glaube, bei Metal Gear und Metal Gear 2 für MSX spielt man, glaube ich, jetzt nicht mehr den, mit dem wir jetzt gerade gesteuert haben, ne? Weil der wäre dann ja nochmal 20 Jahre älter und ein richtig alter Sack. Aber ist ja auch egal, ne? Das ist, glaube ich, eine andere Zeitrechnung. Ja, im Großen und Ganzen, also es war schon echt geil. Also, was die hier aus dem kleinen Kästchen da rausgezaubert haben, echt nicht verkehrt. Aber, also wirklich ein großes Aber, es hat sich nicht wie Metal Gear angefühlt irgendwie. Ich weiß auch nicht, ne? Also, ich finde, Metal Gear setzt auch so eine gewisse, ich will nicht sagen Linearität voraus, ne? Aber man muss an der Story dranbleiben, ne? Plus 10.000 Abzweigungen, die diese Story noch bietet, ne? Also beziehungsweise so Details und die ganze Aufmachung her. Und das Gefühl hatte ich hier nicht. Also atmosphärisch ist das meiner Meinung nach mit Abstand der schlechteste Teil, den ich bisher gespielt habe. Also auch schlechter als Metal Gear und Metal Gear 2. Halt auch, weil man halt nicht alleine ist, ne? Normalerweise kommt man ja isoliert in irgendeine Basis, hat dann halt einen Funkkontakt, der eben 400.000 Kilometer entfernt ist und trifft dann in diesem Sinne, also beziehungsweise in diesem Prozess, die ganzen Leute, mit denen man dahinter noch Kontakt hat. Also sei es jetzt Metal Gear, also mit normales Metal Gear, Metal Gear 2, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2, selbst ein Snake Eater, ne? Der in der gleichen Zeitrechnung spielt, nur halt 7 Jahre oder 6 Jahre früher. Selbst da gab es sowas, ne? Und hier, ich weiß nicht, ich fand das geil, also wirklich am Anfang richtig geil, als wir den Roy Campbell getroffen haben, der ja wirklich im Laufe der weiteren Spiele noch eine Riesenrolle spielt. Oder halt eine ziemlich wichtige zumindest. Und das war's, Punkt, ne? Dann haben wir halt noch 10.000 Rekruten gehabt,
was ich von der Idee her richtig geil finde. Was auch super geholfen hat, muss man sagen, im Spiel, dass wir halt die ganze Gegenstände, ich muss mir um die Gegenstände gar keine Gedanken machen, ne? Die kamen von alleine. Und durch die ganze Spionage-Sachen, das hat noch einiges auch wirklich deutlich vereinfacht, wo jetzt Gegenstände liegen und alles. Und dass sogar da die Energie der Gegner ein bisschen schlechter wurde. Aber diese ganze Zeitquest geht mir so auf den Sack, ne? Also das ging halt nicht voran, ne? Ich habe da so ein bisschen auch den Bezug zur Geschichte zwischenzeitlich verloren. Je nachdem, wie viele Sachen das halt waren. Und es war halt auch immer das Gleiche, ne? Aber auch von der Geschichte, muss man sagen. Also ich glaube wirklich, wenn man die Geschichte durchzockt, gut, ich habe jetzt heute nochmal, ja, knapp anderthalb Stunden aufgenommen. Also wir sind jetzt so bei 16 Stunden oder so ungefähr, 17 Stunden Spielzeit. Ich glaube, wenn ich nur die Story gespielt hätte, wäre ich nach 6 oder 7 Stunden durch gewesen, ne? Klar, ich hätte natürlich nicht die ganzen Gegenstände und alles gehabt, ne? Aber den Großteil kriegt man ja auch vorgekaut. Und das hat mich so ein bisschen von der Story weggeführt, ne? Die Story selbst, wie gesagt, die ist cool. Die Charaktere, klar, gut, die hatten wirklich nicht viel Tiefe, muss man dazu sagen. Die hatten ja auch nicht viele Redeanteile. Fand ich jetzt aber nicht schlecht. Also auch von der ganzen Thematik her, das hat mich alles sehr am Psycho Mantis erinnert aus Metal Gear Solid 1, ne? Also gerade diese telepathischen Geschichten und auch gerade Ursula vor allem, ne? Wo der Gino gesagt hat, ja, du kannst ja meine Gedanken lesen und alles. Keine Ahnung, ob das die Mutter war oder der Mantis, der Sohn von Big Boss und der toten Eliza ist. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Oder ob die einen Grundstein gelegt hat für das, was dann hinterher noch passiert ist. Aber ist auch egal, das muss man jetzt nicht ins Detail gehen. Im Großen und Ganzen, leider ein schlechtes Detail. Trotzdem ein Spiel, was echt Spaß macht. Für PSP-Verhältnisse auch richtig geil gemacht ist. Also, wie gesagt, die haben sich da richtig viel Mühe gegeben. Was das Spiel für mich ein bisschen, also, oder zumindest das Haupt- oder das Hauptkaputtmachungsgerät von dem Spiel, waren für mich wirklich die Sidequests, ne? Es war natürlich optional, aber trotzdem, man will die doch natürlich machen. Ist doch klar, oder? Kommt jetzt noch ein bisschen Dialog? Ich kenn's, Snake, Ita, da kam noch was, ja. Das sieht gut aus. Ich glaub, wir sind fertig, ja. Nee, ja, und das ist halt, das hat mir das Spiel echt ein bisschen kaputt gemacht. Steuerung ist super hakelig, also, da kann man auch nicht anders sagen. Man muss wirklich sehr genau zielen, sehr sensibel mit den Sticks umgehen, auch wenn da keine Sensibilität... Well, I'll be damned. Ah. So it was you who was feeding me information. Yes, the DCI's death should pass as suicide. They'll claim he did it because he felt responsible for the theft of Metal Gear. We can look forward to a major shakeup on the 7th floor at Langley shortly. It looks as if everything is going exactly the way you wanted it. When the DCI saw the trajectory data you supplied and found out he was the target of the nuclear strike, he brought the Philosopher's documents right to me. Yes, we should have known Gene was serious about launching those nukes. Seems our insurance policy came in handy after all. He did quite well. And now, I've got the legacy. Is that all part of your script, too? Using him and the Fox unit like that, only you could have pulled it off. But you won't be using me anymore. Battle data from the perfect soldier. Genes. Genome? I see. Intriguing. I'll help you with the project, but on one condition. I want him to join us. Yes, Big Boss. So that we can become the Patriots. Okay, das könnte die Lücke zum Metal Gear Solid 1 sein. Denn dein neuer Codename ist Kirota. Das ist wahrscheinlich nicht sehr gut. Okay. Was haben wir denn hier? Schwierigkeitsgrad, normale Spielzeit 17, Stunden 4, ist okay. 26 Mal gespeichert, 76 Neustarts, 186 Mal Alarm ausgelöst, 127 Menschen ausgeschaltet. Kameraden geschützt und Kameraden ausgeschaltet? Was? Verstehe ich nicht. Egal. Ist, glaube ich, kein guter Rang, den ich hier habe. Boss Rush ist dem Match hinzugefügt worden. Was? Ja, bitte. Nach Beendigung speichern. Selbstverständlich. Ich habe jetzt gerade die Freischaltung leider weggedrückt. Das war jetzt keine Absicht.
So, ja, ist okay, komm. Ich will nur mal kurz ein neues Spiel starten und dann werde ich dann gleich nochmal eine kurze Zusammenfassung von den ganzen Sachen geben. Aber es war klar, dass da auf jeden Fall noch ein Telefonat kommt. Das ist immer so. Das ist immer so. Also seit Metal Gear Solid 2. Oh, warte, bei 1 auch schon? Haben jetzt ein anderes Hintergrundbild, so wie es vielleicht aussieht. Kann ich es gar nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie es vorher aussah. So, ja, Spiel laden. Ja, gut, den ganzen Online-Kram können wir natürlich machen. Aber das ist jetzt auf jeden Fall ein anderes Bild. Das war vorher weiß. So, dankeschön. Ich will nur mal kurz rein, weil, ich hoffe, wir kommen da schon rein. Ich hoffe, wir haben den Prolog jetzt hinter uns, ne, dass das Gefängnis schon so gesehen durch ist. Das wäre natürlich superb. Weil, ich hätte jetzt eigentlich nicht nochmal Bock, das nochmal zu machen. Ich muss es nochmal machen. Tja, dann kann ich euch die Sachen leider nicht zeigen, die ich euch gerne zeigen würde. Och nee, ich möchte die Mission jetzt nicht nochmal machen. Ah, okay. Nee, komm. Alles klar, gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü, weil macht ja, das ist ja jetzt so schwachsinnig. Nee, weil ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was es da noch für Charaktere gibt, was für Passwörter sind und so. Aber dafür müsste ich ins Hauptmenü gehen. Das war jetzt dumm von mir, dass ich jetzt hier rausgegangen bin. Und ich komme hier nicht raus. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? So ohne Scheiß. Was ist hier los? Egal, guck, wo zahlt den wunderschönen Snake an. Klack, 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 geht nicht. So. Nee, ich kann mal kurz mein schlaues Zettelchen gucken, bevor ich dann gleich nochmal das Fazit nochmal in zusammengefasster Form abgebe. Also, wir können nun Null freischalten, also den Supersoldat oder Frank Jäger, ne? Ach, geh mir auf den Sack. Den hätten wir jetzt auch bekommen, muss man dazu sagen, weil wir den nämlich damals in beiden Konfrontationen im ersten Spieldurchgang betäubt haben. Soweit ich weiß, hätten wir den nämlich jetzt freigeschaltet. Dann Python. Gut, Python haben wir sowieso bekommen. Cunningham bin ich mir nicht sicher, wie man den kriegt. Ob man den jetzt auch einfach nur betäuben muss und den man dann quasi im nächsten Spiel dann auch bekommt. Oder ob das was mit dem Technik-Level zu tun hatte, den wir am Ende haben. Weil ich glaube, da hätten wir auch jemanden bekommen, wenn wir Technik-Level 80 hätten. Dann Gene. Weiß ich leider auch nicht, wie man den offiziell freischaltet. Ach komm, wisst ihr was? Ich schalte mal eben kurz um. So viel Zeit muss ja sein. Jetzt kann es ja ruhig laggen, das Bild. Ich mache mal kurz die Seite auf. Dann kann ich mir nämlich mal einmal kurz anschauen, wie man jetzt was freischaltet. So, dauert jetzt gerade ein Momentchen, ne? Aber ist ja halb so wild. Portable Ops. Mal kurz gucken hier, dass ich auch die richtigen Suchbegriffe finde. Mal einfach Portable Ops. Unlockables. So, zack. Hervorragend. Das sieht doch gut aus. Was haben wir denn hier? Das sind jetzt erstmal nur Passwörter. Stealth Camouflage. Nee. Das sind auch nur die Passwörter. Genau. Die Eliza hätten wir zum Beispiel bekommen, wenn wir ein Medizinlevel 80 bekommen hätten. Den Python. Klar, wenn wir den mit. Den habe ich ja geschafft, ne? Einfach nur betäuben. Dann Sigint hätte man bekommen, nachdem Snake gefangen geworden ist. Und auch wieder gerettet worden ist, kann man Sigint an der Kommunikationsstation anfunken und dann muss er in der Stadt quasi gerettet werden. Ja. Sokolov, dafür hätte ich Saturn 5 Pläne finden müssen in der Werkstatt, wahrscheinlich in der Werkstatt, hätte ich ihm übergeben können. Dann Ursula, nee, erstmal Teleco. Teleco ist das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. Die Dame aus Metal Gear Acid, die dann irgendwann Dezember 1971 dann irgendwo in der Wildnis auftaucht. Und die kann man dann quasi persönlich einmal treffen. Ich denke mal, da kann man sich die auch gefangen nehmen. Aber jedenfalls, wenn ich jetzt einen Metal Gear Acid Spielstand auf der Speicherkarte der PS Vita gehabt hätte, dann hätte ich die nämlich auch schon direkt von Anfang an freigeschaltet gehabt. So, und Ursula, genau, Medizinlevel Nummer 80. With the second number is an odd number. What? Okay. Auf jeden Fall mit der geraden Zahl oder ungerade, ich weiß es nicht genau. So, genau, Cunningham kann ich auch noch freischalten. Okay, Cunningham hätte ich bekämpfen müssen vor dem 1. Januar 1971. Und dann auch betäuben. Ne? Also das hätte ich nicht geschafft. Major Zero, den man auch aus Metal Gear Solid 3 kennt, gibt es auch eine Möglichkeit, und zwar ein Speicherstand der Metal Gear Solid Digital Graphic Novel, kenne ich gar nicht, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, zu haben. Dann hätte man den freigeschaltet. Hunter N., achso, Hunter N ist, ich glaube, der Null, 0. Und den hätte ich jetzt eigentlich auch freigeschaltet gehabt. Paramedic.
Genau, da hätten wir, nachdem der Campbell sich jetzt erholt hätte von der Krankheit, kurz danach nochmal zur Kommunikationsstation gehen müssen, um dann Paramedic zu kontaktieren. Und ja, dann gibt es dann daraufhin, wenn man dann noch ist auch ein paar Spione am Krankenhaus platziert, nochmal eine Mission, dass man die halt entsprechend retten kann. Genau, Raikov habe ich ja schon erzählt. Das ist der gut aussehende Kollege gewesen, der in der Wildnis rumgeeiert ist. Okay, das ist Sigint, Delico, Venus gibt es auch noch, okay. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall hätte ich Metal Gear Acid 2 Spielstand auf der Karte gehabt, dann wüsste ich auf jeden Fall, wer das ist. Jo, und das dürfte es eigentlich soweit gewesen sein. Also Gene sehe ich jetzt gerade nicht, um ehrlich zu sein, wie man den jetzt freischalten kann. Okay, aber auf jeden Fall, es gibt halt massig Passwörter. Die hätte man dann in dem Rekrutierungsmenü eingeben können. Die passen auch meistens zu den Leuten. So, ich lese da am besten einfach mal vor. Das ist, glaube ich, das Einfachste. So, 0 oder Frank G hätte man freigeschaltet mit All gleich 0. Python hätte man Gufo eingeben können. Cunningham ist C-U-N gleich Boar. Ist irgendwie so ein bisschen immer eine Schlange. Gene ist nämlich Nein, Bindestrich Viper. Oder hier steht Erbe. Bei dem anderen, auf der Seite, wo ich gerade bin. Ursula, ESP geteilt durch ASP. Eliza ist I.Wasp. Eva 016K. Das sind voll die komischen Passwörter. 016K schräger HYH. Paramedic ist E.M.S. Sigint ist D plus APA. DAPA Chief, ne? Ocelot ist The Bindestrich Sun. Ocelot auch eine Riesenrolle in der ganzen Spielreihe. Übrigens. Aber Metal Gear 2 war da gar nicht mit dabei. Zero ist Galaxy minus 0. Sokolov ist Vostok. Raikov ist Skatska. Teliko ist Schein, Ausrufezeichen. Venus ist Ed Vespa. Und Gaku Soldier gibt es auch noch, so diesen Froschsoldaten. GAK.0. Jo, hätte ich euch jetzt natürlich alles gezeigt, aber wie gesagt, ich hatte jetzt keine Lust mehr, die Mission nochmal zu machen. Sollte aber eigentlich auch sein. Ich schätze mal, es gibt auch zigtausend Videos auf YouTube, wo man sich dann die ganzen Charaktere angucken kann und so. Werde ich, glaube ich, gleich auch nochmal machen, weil mich schon ein bisschen interessiert, so was die für Stats haben und so. Vor allem, wer auch wo gut ist. Aber okay. Eine andere interessante Sache ist vielleicht noch, ich hätte die Möglichkeit gehabt, im Spiel eine Body Armor zu bekommen, was ich ja schon mal erwähnt hatte. Das wäre voll geil, wenn es sowas gäbe. Ich habe sogar die letzte Aufnahme war das. Und hätte ich das Spiel mit einem Technik-Level in Höhe von 99 freigeschaltet oder abgeschlossen, hätte ich im nächsten Spieldurchgang Stealth-Anzug gehabt, was natürlich auch richtig geil gewesen wäre. Aber gut, man kann nicht alles haben. Jedenfalls, wie gesagt, Spiel war cool, auf jeden Fall. Für PSP-Verhältnisse war es sogar richtig geil. Für Metal Gear Teil allerdings hat mir es zu wenig Atmosphäre gehabt. Musik hat gepasst, das schon. Die Grafik war super, auch für PSP, das auch. Fehlende Sprachausgabe kann man verschmerzen durch die Texte, auch in Ordnung. Aber wie gesagt, ich fand den Spielfluss nicht gut. Also wirklich nicht gut. Es waren einfach zu viele Sidequests, die unabhängig von der Story gelaufen sind, die auch in ganz anderen Ortschaften waren. Wie gesagt, was ich viel besser gefunden hätte, wir haben eine Hauptmission, wir haben da für mich auch 20 oder 25 Hauptmissionen und jede Hauptmission hätte nochmal einzelne Sidequests, wo man halt nochmal eine Waffe holen kann, wo man einen besonderen Rekruten holen kann, der vielleicht auch zufallsgeneriert ist. Und dass man halt trotzdem die Möglichkeit hat, natürlich nochmal überall hinzureisen und dass man dann so Special Events hat, vielleicht 3, 4 Stück, dass man sagt, oh, wir haben da im Hospital noch was entdeckt, da ist noch was. Dass man auch das ganze Spionagethema so ein bisschen runtergefahren hätte, weil ich das dann eher auch nötig fand, immer alle umzuplatzieren, dass ich gucke, habe ich da jetzt auch die richtigen dabei und alles. Das fand ich wirklich eher nötig und die Gegenstände, die ich bekommen habe, habe ich zum Großteil nicht benutzt. Ne? Mit Ausnahme des Raketenwerfers, Maschinengewehr, Shotgun habe ich nicht einmal abgefeuert, glaube ich. Aber egal. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr spielt, würde ich euch empfehlen, scheiß auf die Sidequests, also macht nur die Sidequests, die euch zusagen. Raketenwerfer kann ich empfehlen. Den Rest findet ihr meistens so eigentlich überall rumliegen. Und dann ist es, glaube ich, auch eine echt cooles Erlebnis. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Bin aber gleichzeitig auch froh, dass es jetzt vorbei ist. Wobei das letzte Fünftel mir eigentlich echt gut gefallen hat, weil es halt wirklich nur Story war. Ne? Und das ist das zum Abschluss nochmal, was Metal Gear für mich ausmacht. Gut, ja. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Tipp noch fürs nächste Spiel. Ist ein Remake, ja, auch für die PSP. Punkt. Ich glaube, das sollte reichen. Schon fast. Gut, ein Tipp doch, der jetzt aber hundertprozentig freigibt. 2 Teile davon habe ich schon Let's Played, ja. Und für die PlayStation 1 waren die beiden Spiele. Und den ersten habe ich im letzten Stream beendet. Punkt. Doch, das sollte reichen. Oder im vorletzten, wenn ihr das, glaube ich, mittlerweile seht.
So, also, ne, haut rein. Schönen Abend noch und ja, vielleicht bis morgen dann beim neuen Projekt. Tschüss.